Und damit wieder mal ein herzliches Hallo hier aus unserem kleinen Örtchen in The Infected. Neuer Tag, neues Glück, neuer Angriff. Hörst du schon wieder? Aha. Da kommt man nicht zur Ruhe. Mike, pass auf, hier kommen wieder die Wahnsinnigen. Und dabei wollte ich doch heute eigentlich einen Ausflug machen. Oh, sieht das schön aus. Aber erstmal müssen wir sehen, dass wir den Angriff überleben. Und wo kommst du denn? Ah, und da kommen sie. Oh. Ich hätte jetzt gewettet, es gibt einen Durchbruch. Mal ein bisschen mitmachen. Aha. 5. Die werden ja auch immer mehr. Ich hoffe, Mike repariert die Zäune. Ja, sehen zumindest ganz aus. Können wir ja mal im Auge behalten. Weil ich glaube, irgendwann mal hier wird uns das nicht mehr reichen. Da müssen wir mal schauen. Nicht, dass sie da mal in der Hütte stehen. Wäre sehr uncool. Was haben wir denn gekriegt? Oh, elektrische Teile. Und Pfeile. Aha. Dinge, die die Welt nicht braucht. Moin, Mike. Muss ich wieder alles alleine machen. Hier, da ist ein Zaun zu reparieren. Das interessiert den gerade nicht. Das interessiert den gerade nicht. So, wir packen mal den ganzen Quatsch wieder aus. Nicht, dass ich das Ewigkeiten mit mir rumschleppe. Alubahn. Toll. Kein Platz mehr im Regal. Tja. Irgendwann ist die Kiste hier mal voll. So, das Glas. Ey, gestern, bevor wir angefangen haben, war die Kiste voll mit Glas, ne? Und jetzt? Eul, Schnief, Jammer. Nichts gegessen, nichts getrunken. Komm, iss mal was hier. Trinken. Ein sauberes Wasser haben wir noch. Super, das ist ja richtig. Pff. Da kann ich mir jetzt richtig was drauf einbilden. So. Ich schmeiß schon mal das Feuer an. Ich komme gleich mit frischem Wasser. Jumbalumbumbumbum. So. Zack. Oh ja. Noch ein bisschen was zu Rande bringen. Naja. Meine Ausflugslaune ist sozusagen schon fast im Eimer. So, wir haben was Gespoiltes. Hier nicht mehr. Entschuldigung. So, du blöde Kiste, du stehst ja auch im Weg. Nichts drin. Ja, das war so eine Kiste, die ich mir gebaut habe, damit ich wieder aus meinem Loch rauskomme. Da. Ja, das Wasser ist doch gleich fertig. Und es ist fertig. Ich hab's beschlossen. Ich höre es schon knistern. Da, guckt. Was? Schmutziges Wasser? Schmutziges Wasser? Hatte ich vielleicht schon Wasser angesetzt gehabt? Naja. Doppelt hält besser. So, mal schnell noch die Gemüsewerte. Nicht, dass die wieder zu weit runterschießen. Weil gerade den Vitaminwert, dann isst du mehr, als du eigentlich brauchst. So, Mike muss unbedingt die Steinkisten wieder erfüllen. So, was haben wir denn hier? Mais. Und eine Melone. Mit vielen Kartoffeln an. 17 Werkzeug, ich bin ja gespannt. Und hier sind Zwiebeln. Naja. So. Ah. Ich frage mich, wie Mike das Essen transportiert. Da keine kleine Schubkarre oder sowas. So. Mal schnell den Biosprit machen. Da haben wir das ist ein Chemietisch. Ich dachte jetzt schon, was ist denn, was sieht denn da jetzt so komisch aus? So, Biosprit haben wir, Schrauben,
Pin hier rein. Pfeile. Zack, da. Naja. Haben wir das doch auch erledigt. So, Beton. Da war ja was mit dem Lehm. Ah, Beton war sozusagen alle. Hast du Lehm produziert? Aber sowas von. Und du? Ah, komm. Aus Mitleid. Mit dem Steinchen gewinnst du keinen Blumentopf. Das Licht. So, warte mal, die Steine waren ja hier. So, Sand kann weg. Wir nehmen nur die Brocken mit. Du, 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 du. So. So, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich komme echt nicht dazu, hier mal ein bisschen Material anzusparen. Damit wir unsere Spikes mal aufwerten können. Ja. Aber wir brauchen noch. Und spätestens wenn das Dach für unser Haupthaus, da brauchen wir dann so viel Material. Dieser Haufen Lehm fürs Dach. Da. Und hier müssen wir auch mal sehen, dass wir mal irgendwie zur Rande kommen. Du warst leer. Hier war Beton drin. Wir brauchen ein... Das kann mal raus. Wir brauchen hier noch zwei Sand. Für die nächste Fuhre Sand muss ich zwingend aufheben. Weil wir brauchen dann wieder neues Glas. So, das ist erledigt. Essen, trinken passt soweit. Apropos. Ich spiele ja in der Beta. Und in der Beta gibt es immer mal wieder Updates. Und es gab zuletzt wieder zwei, die aber, oder eigentlich drei, die ich jetzt so noch gar nicht bauen kann, weil zum einen kostet es viel Geld beim Händler, beziehungsweise viel Material. Aber damit wir das wenigstens mal gesehen haben, schalte ich mal kurz in Kreativmodus, dann stelle ich euch die Sachen mal hier her und dann habt ihr sie wenigstens schon mal gesehen. Also bis gleich. Ja, da ist er wieder. So. Ist ja eh draußen schlechtes Wetter, da können wir das hier mal machen. Zum einen, es gibt jetzt eine sogenannte Coolbox oder Kühlbox. Muss mal gucken, ob ich sie irgendwo finde. Einrichtung. Sonst, Lager, da. Kostet eigentlich eine ganze Menge. Hast du hier Platz, kannst du das Essen reinpacken für unterwegs, wenn du für längere Reisen. Soll eine Zeit lang frischer halten. Ersetzt sozusagen ein bisschen den Kühlschrank. Kostet allerdings ja, 15 Plastik. Ist schon eine ganze Menge. Und du kannst die auf dem LKW packen. Also du kannst die mit dir rumtransportieren. Also wie die Kisten und das Zeug auch. So, ich will mich nicht bereichern, demzufolge fliegt das weg. Das war die Kühlbox. Kühlbox 1, 2, 3. So, dann hat man ja gesehen gehabt, oder habe ich ja berichtet gehabt, dass es jetzt den elektrischen Ofen gibt. Da hinten mit Stromanschluss. Zu erkennen, da. Wir gehen mal bei so ins Licht. Da. Stromanschluss. Sozusagen, naja, wie die, nur nicht ganz so schön und 20 Plätze. Braucht allerdings Strom und das gar nicht mal so wenig. Das waren da 100 Strom, aber verbraucht den nur, wenn Erze drin sind. Wenn keine Erze drin sind, also nichts geschmolzen wird, verbraucht das keinen Strom.
Ja. Kostet allerdings beim Händler eine Menge Geld. Ich glaube 750 Geld oder wie auch immer die Währung hier heißt. Gut, die machen wir wieder weg. Wir wollen uns ja nicht bereichern. So, dann gibt es noch eine weitere Neuigkeit, die mich eigentlich sehr erfreut. Und zwar den Advanced Mixer. Kommt euch bekannt vor? Sieht so ein bisschen aus wie die Zementschmülze. Ist die Zementschmülze nur elektrisch? Kostet auch Strom. Wir können noch mal gucken. 100 Strom. Und du brauchst die Tech-Punkte vom Händler. Kostet Geld. Muss jeder selber entscheiden. Aber das Schöne ist, du kannst jetzt hier Lehm einfüllen, Sand einfüllen und dann macht es automatisch fertig. Du musst nicht jedes Mal mischen. Ja, käme mir zugute. Aber ja. So, machen wir wieder weg. Dann haben wir das gesehen. Sonst war jetzt eigentlich nichts, was an Neuheiten dazugekommen ist, wo ich sage, es wäre interessant. Nö. Gut, die Sachen, aber das sind ja also Einrichtungssachen. Die können wir uns noch nicht leisten. Gut, ich schalte mal wieder zurück. Ja, da sind wir wieder. Ohne Kreativmodus. Mal gucken, nicht, dass ich irgendwas verrasselt habe. Sonstiges, ja, wir brauchen die Text dafür. Okay, gut, wichtig, weil sonst macht das Spiel keinen Spaß, wenn du einfach alles kostenfrei kriegst. Mag sein, dass Leute Spaß dran haben, die eigentlich nur ans Bauen denken oder eine ganze Menge bauen wollen. Aber für mich ist das jetzt nicht das... Ich will mir schon alles selber verdienen, sonst muss ich ja nicht mehr spielen, halt, Medizin. Ja. Ich muss 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, da haben wir wieder Medizin, da haben wir unseren Hut. Was haben wir denn für eine Jahreszeit? September, Herbst. So. Hier sind die 47 Knochen drin, die gestern so schwer waren. Psst. Mal da. 47 Kilo nur an Knochen. Puh. Passt vor allem gar nicht mehr alles hier rein. Das haben wir drin. Heile können mit Tieren. Erledigt. So, Blei. Wie schaut es denn mit dem Blei aus? Das Bleiregal ist voll. Aber können wir ja vielleicht durchschmelzen. Und das durchgeschmolzene Blei. Habe ich das ja gestern mit spazieren gefahren? Können wir ja dann sozusagen gleich reinwerfen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na komm. Ist nur Kohle. Hey. Kohle ist geduldig. Mach mal an. 1, 2, 3, 4, 5. Da können wir nicht unsere Solarzellen oben auf dem Dach. Wir brauchen doch bestimmt auch welche. Von Kobalt und ein bisschen Kupfer. Ja. Die Frage ist, komme ich denn jetzt noch bis ganz hoch? Ja. Fehlen noch Aluminiumbahn. Ein Kupfer und 10 Aluminium. Ein Kupfer und 10 Aluminium. Naja, das schaffen wir doch. Ein. Jetzt noch das schnellste Zeug weg. Und 10 Alu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da kommen. Dann füllen wir sie gleich mit Aluminium, dann haben wir das nämlich weg. Da wollten noch irgendwie ein Kobalt. Ja.
Da. Fertig. Fertig. So, was haben wir hier jetzt? 4 Kupfer und 5 Eisen. So, haben wir das noch? 4 Kupfer und 5 Eisen? Dann haben wir wenigstens noch eine fertig. 4 Kupfer. Da. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bin ich natürlich wieder voll fett zu schwer. Aber das lässt sich regeln, indem ich das Zeug rauspacke. Kriegen wir sie da alle jetzt fertig? Ne? Das wäre ja mal eine Maßnahme. Und hüpf. So, und. Na, alle nicht. So. Obwohl. 2 Kobalt und 4, 5 Kupfereisen. 2 Kobalt und 4, 5 Kupfereisen. So, 2 Kobalt. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Da seht ihr. Das Eisen, alles weg. Sagt er, ich komme hier zu nichts. Ich kann dann noch nicht mal mehr Nägel machen. Wenn ich mir eine Kiste bauen will. So. Aber dafür haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Solarzellen. Da sollten wir doch tagsüber auf eine angenehme Menge Strom kommen. Können wir gleich mal gucken. Aber bevor ich es vergesse, ich muss mir 1, 2, 3 die wieder einpacken. Sonst vergesse ich das und renne los und hab die nicht. So. Wir haben jetzt Stromkapazität 6000. Eingehend 322. Das sollte reichen für die Dinge, die wir jetzt so tun und lassen wollen. So, und Batterien. Fehlen hier noch 12 Eisenbahnen zum Schrauben. Naja. Da muss ich noch eine Weile knubbeln, bis ich die zusammen habe. So, haben wir hier. Und hier nochmal. Ach so. Die Frage ist, haben wir jetzt gar nicht so viel Blei gebraucht? Ach, schau, das Blei. Blei war nur für die Batterien. Wie mache ich denn das jetzt? Was? Ich kann ja mal noch ein paar Batterien anzeichnen. Aber hier draußen ist natürlich doof, weil da stehen sie im Weg. Dann machen wir es mal hier. Strom. Batterien. Der braucht jeweils immer 5. Dann machen wir mal hier. 1. 2 und na 3 4 so. Da kriege ich mich die Alubahn aus der Tasche. So. Also 3 reichen. Gut. Alubahn sind weg. Na ja, das können wir dann so nach und nach füllen, wenn wir das haben. Weil elektrische Teile habe ich nicht genug. Mal gucken, was wir noch haben. 2 Stück. Hm. Oh, guck mal, die Kühlbox könnten wir uns fast bauen. Wir haben genug Plaste. So. Bleib hier. Zack. So, das ist eigentlich der Tag schon wieder fast um. Ja, seht ihr? Schon der Mittag. Ah, der Angriff hat es jetzt wieder völlig rausgerissen. Der war so nicht gedacht. So. Was fehlt denn uns jetzt hier noch? Hier das noch anzeichnen. Da kann ich das vielleicht mal noch füllen. Türen, Treppen, sonstiges, Wände. Nummer 1. Ich weiß noch nicht, ob ich die hier unten lasse. Vielleicht mache ich auch Betonwände noch hin. Weil für meinen Geschmack ist mir das eindeutig ein bisschen zu viel.
Sandstein, obwohl der schön aussieht. Da brauche ich eine ganze Wand. So. Was hier drunter? Ah. Okay. Muss ich aufpassen, weil ich habe ja... Da stellt ihr immer auf die Wand. Oder eben unten drauf. So. Und jetzt hier noch die Ecke. Und die Rip. Wie gesagt, vielleicht sagt es mich ja irgendwann mal und ich reiß das ab. Werden wir sehen. So. Haben wir. Und hier der Laufsteg. Da bin ich mir heute noch nicht so sicher. Mache ich das noch ein Stückchen breiter oder nicht? Weil hier soll ja sozusagen unser Weg zum Haupthaus werden. So, und mein Gedanke war eigentlich, und jetzt wird es nämlich wild, ich wollte hier sozusagen wie so ein schattiges Plätzchen hinmachen. Mit so einem kleinen Vordach. Können wir ja mal anzeichnen. Da reichen ja außen die. Schmeiß mal rein. Vielleicht brauchen wir die dazwischen gar nicht. Dach. So. Na. Wenn wir das so. Ja. Da. Hier davor. Wobei dann die Glaswände dort schon wieder nicht mehr wirklich so passen. Oder eben zack. Sonstiges. Das muss ich halt nochmal genau evaluieren. Was mir wohl am besten gefällt. Weil ich hätte das Glas schon ganz gerne so, wie es ist. Haben wir die Sonne. Also vergessen, der hat ja einen falschen Hut auf. Er hat den falschen Hut auf. So. Decken, Dächer. Also entweder hier, das hier drauf. Haben wir hier ein bisschen Schatten auf der Veranda. Aber wir landen auch hier unten drin. Also wir haben nicht die Möglichkeit. Ja. Nur bis zu der Hälfte. Oder eben bis zu der Hälfte hier runter. Da bin ich mir halt noch nicht so im Sicher, im Klaren. Weil ich hätte schon ganz gerne hier so wie so ein Vordach. Alternativ, ich weiß. Alternativ wäre noch das die Möglichkeit. Aber dann landet man natürlich noch ein Stückchen höher. Und da müsste ich jetzt zaubern mit den Säulen. Weil hier komme ich praktisch ins Glas rein. Und das wollte ich nicht. Obwohl das eigentlich verkehrt auch nicht aussieht hier. Mit so einem kleinen Laufweg. Ich muss noch überlegen. Oder ich muss halt die Glasdinger hier auf der Seite wegmachen. Und nur die Front Glas lassen. Und dann wird die halt nicht mit verglast. Weil wir brauchen ja hier drinnen. Wir machen mal zu, falls einer kommt. Hier war ja klar. Die Frage, warum ich die Tür nicht mittig gemacht habe, ganz einfach, weil ich hier in der Ecke ja die Küche hinbauen will. Da brauche ich ein bisschen Platz. Und wenn ich die Tür in der Mitte mache, dann kann ich hier kein Fenster machen, weil dann müsste ich rechts und links eins und dann habe ich wieder keinen Platz für die Küche. Ja? Nur mal jetzt so als Idee, warum ich das so und so gemacht habe. Soll ja nicht einer mal sagen, ich würde nicht alle Fragen beantworten.
So, und jetzt ist nämlich hier eigentlich das Problem mit dem Dach. So, das wäre ja ein bisschen sehr flach. Sprich, ich müsste hier noch eine halbe Reihe drauf machen, die uns die Höhe gibt. Da, nun oben ohne, ja, jetzt war es weg. Ohne Fenster ist natürlich auch schlecht. So, und nun war dann mein Gedanke, Decken, Wände, dass ich sozusagen hier für das Licht einfach Glaswände reinmache und dann da drauf das Dach setze. Dann haben wir hier oben ein bisschen Licht drin, ohne dass es zu sehr stört. Und hier seht ihr, hier wird man auch wieder mitten reinkommen. Müssen wir mal schauen. Wird dann allerdings nicht alles mit Glas machen, sondern nur die Stellen, die unten Stein sind, und dann die anderen oben. Dach. Wird das praktisch hier dann schon Dach ist. Und ich hier oben praktisch wie so ein Rausguck habe. Ich muss es mal auf mich wirken lassen. Ich kann es noch nicht sagen. Weil es ist schon verdammt hoch, die Hütte. Wir brauchen mal ein bisschen Schatten. Sonst heult er uns hier die Ohren voll. Was ist denn hier noch? Was sind die Wände aus? Ich wollte gerade sagen. Was guckt denn da durch? So, und hier rein kommt dann schön auf die Fläche. Ein großer Teppich. Zwei oder drei oder vier oder fünf. So, keine Ahnung, einer da und einer da und einer da und einer da. Und man ist so gedacht. Eine Couch drauf, schöner Couchtisch, gemütlich. So stelle ich mir das vor. Und hier vorne gleich vielleicht eine kleine Sitzecke machen. Ja, mal schauen. Ja, und mit den Wänden hier oben, da. Das muss ich nochmal auf mich wirken lassen. Und die Sonne, das nervt. Ich habe doch einen schönen Sonnenhut auf. Er erholt sich. Ja. Großartig draußen rum. Ne, das ist schon mal. Und stört die Sonne schon wieder. Ich dachte ja, wir können ja mal los, damit wir ein kleines bisschen wenigstens, aber. Haben wir nicht noch 1000 Kartoffeln gehabt? 1, 2, 3, 4, 5. So, Kartoffeln. Schalen. Lehm war draußen, ne? Weil wir haben hier noch Lehm. Und haben hier noch Glas für den Beton. Ah ja. So kommen wir auch langsam zu was. Gemeinerweise 750 Geld ist schon eine ganze Menge. Und wenn du das erst gegen Ende vom Spiel hast, oder ja, wir können eigentlich sagen, gegen Ende vom Spiel, ist es natürlich dann auch schwer, weil dann brauchst du es ja eigentlich nicht mehr. Also du legst es wirklich drauf an und sagst, okay, ich möchte jetzt unbedingt das größte Haus der Welt bauen. Was? So, ich muss auch mal die Schalen machen. Die Kartoffel her. Gib doch mal die Kartoffel her. So, 1, 2, 3. Nur 3 Schüsselchen. Naja. Ist erstmal besser als nichts. Kartoffeln haben wir. Da. Gut, dann habe ich wenigstens wieder 3 Sachen. So, und hier müssen wir halt mal schauen. Boden hatten wir soweit alles aufgewertet, ne? Zumindest außenrum die Fundamente. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Mal gucken.
Ecken sind gemacht. Hier ist ein bisschen die Ecke rein. Dann würde ich sagen, nehmen wir doch mal eins, mal zwei, oh. Mal drei, mal vier, mal fünf. Ah, reicht nicht. Zwei Zement fehlen. Was für ein Elend. Wegen zwei Zement. Hab ich jetzt lange genug gequasselt. 45 Sekunden. Komm, in der Zeit können wir uns ja mal eine leckere Melone gönnen. So, hier müssen wir auch mal schauen. Hier kümmert sich Mike drum. Ich würde dann ganz gerne im Frühjahr auch Außenbegrünung machen. Also hier und da ein paar Pflanztöpfe hin, die ja einfach nur das Ganze ein bisschen auflockern. So. Kann schon mal durch. Was ist erledigt? Du kommst mit. So, dann wollte ich hier hinten noch eine Schlachterei. Wir haben ja gesagt, wir machen ein Dorf. Sprich, wir bräuchten ja hier eine kleine Schlachthütte. Was gemein wäre, das Schlachthaus direkt neben in Tierstall. Was? Wo? Eichenwitter. Apropos, wie sieht's denn hier aus? Guck mal, wir haben einen Küken. Ein Glück, dass die hier nichts verhungern. So, essen wir ein Ei und trinken wir noch eine Milch. Dafür haben wir sie ja. Das nehmen wir mit. Ja, es wird Zeit, dass wir uns vielleicht mal ein Rezept raussuchen, wo wir schon was verarbeiten können. Was? Ist das hier? Der war aber jetzt schnell von dort nach hier. Mike, du kannst wohl zaubern. Bestimmt. So, und hier müssen wir mal schauen. Ich befürchte, das letzte Mal ist der Bär hier drüber gerannt. Ich will es nicht beschreien, aber so gefühlsmäßig. Ihr wisst, manchmal hat man so ein Gefühl und dann muss das jetzt nicht unbedingt falsch sein. Oder so, haben wir noch irgendwelche Gemüse? Nö. Ja gut, dann müssen wir bei Mike klauen. Und der muss die Tür nicht aufmachen, bei dem geht die Tür automatisch auf. Auch eine verdammte Schweinerei. So, Gürkchen hier rein, dann haben die was zu muggeln. Achso, Mike sollte Steine auffüllen. Seht ihr? Das könnte ich dem ja nochmal sagen. Mike, wo ist denn deine Lampe? Kümmere dich um Beete, Steinkisten und dann Holz. Nee, reparieren. Holz brauchen wir ja jetzt gerade nicht. So. Für irgendwas braucht man doch Beton. Ach so, für das eine Deckenelement. Stimmt. Ja, lohnt sich nicht. Ja. Wobei mich das schon wieder so ein kleines bisschen nervt hier. Könnte durchaus sein, dass ich das Teil nochmal ersetzen muss. Da die Ecke ja nun mal so krumm ist und ich es nicht ändern kann, muss ich vielleicht die anderen ändern. Wir werden sehen. Irgendwann haben wir bestimmt so viel Material, da fällt das nicht ins Gewicht. So. Warum hier?
Ach so, weil... Weil hier unten drunter ist ja... unser kleiner Elektroraum. Stimmt. Das hatte ich mir doch völlig verdrängt. Ein Element könnten wir noch. Da, zack, erledigt. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben noch hier, haben wir noch Zwiebeln? Wir haben doch genug Zwiebeln. Dann könnte ich mir gleich noch ein bisschen Zwiebelsuppe machen. Weil heute noch draußen rumrennen macht ja jetzt wenig Sinn. Gib den Stein her, ist meiner. Wie viel haben wir denn hier noch? Und die vielleicht schon mal reinwerfen, dann haben wir sie zumindest weg. So. Hier sind welche drin, hier sind welche drin. Hier sind welche drin. Hier und hier. So. Dann habe ich nämlich eine leere Kiste und dann kann ich nämlich das nächste Mal nochmal Material besorgen gehen. Da und? Ja. Reicht wieder nicht für alles, wie immer. So. Gut. Achso, ich wollte ja ursprünglich hier drüben unser Schlachthaus mal anzeichnen. Also hier muss ich mal schauen, ob ich den... Waren da jetzt Vampis? Nee. Den Zaun eventuell oben lang gemacht, damit hier ein Bär oder ein Tier gar nicht erst durchkommt. So, und hier hätte ich dann gerne sowas wie ein Schlachthaus hin. Muss noch mal gucken. Wir müssen, ja komm, wir haben immer im Raster angefangen, aber im Raster angefangen heißt, wir kommen wieder relativ hoch. Ah ja. Hm. Nützt ja aber nichts. So. Ach so. Und eine Neuerung. Ich weiß nicht, ob es jetzt funktioniert. Man kann jetzt die Dinger auch auf die Foundation setzen. Das ging ich bis jetzt nicht. Bis jetzt konnte man die nur in die... Bis jetzt konnte man die nur auf den Boden stellen. Jetzt kann man die auch hier oben drauf stellen. Also falls jemand seinen Zaun auf die Foundations bauen will, ist jetzt möglich. So. Dann machen wir das mal weg. Wie viele Tier brauchen wir denn? Muss ja jetzt nicht so voll riesig sein. Aber ist da. Alter? Ich habe keinen Bogen einstecken, oder doch? Nö. Uhu. Wir haben gar keinen Platz. Ja, doch, auf der Schlachtbank. Komm, du stinkst schon. Da. Müffele. Am Frischen. Da. So, die Tierwagen können hier stehen bleiben. Und ich würde dann hier sozusagen Schlachtbank hinmachen und ein paar Gestelle und... Da. Ja, dann ist der Platz hier auch nicht umsonst. Ist die Frage, kann man die Treppe auch auf der Ecke, über der Ecke machen? Achso, geht erst, wenn wir es gesetzt haben.
Dann muss ich mal schnell Material holen. Ich bin mir da nämlich nicht mehr so sicher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na komm, gib her. Rip. Voll. Inventar voll. Na egal, komm. Hühnchen, sei still. Da. Gut, sinnvoll wäre es gewesen, hinten anzufangen mit dem Bretter. Aber naja. Das bin halt ich. Weil warum rennst du ja mit leer rein und raus? So. Diesmal bin ich clever. Mit Mike füllt die jetzt zwar nicht. Aber das ist ja auch mal egal. Mal eins. Da. Nummer zwei. Aber hier hinten glaube ich nicht, dass wir die so schnell nochmal brauchen, obwohl wir wollten die Spaxe hier herbauen. Ich erinnere mich, wenn die dort mal von dort nämlich angreifen, habe ich nämlich noch ein kleines Problem. Ja. Ich sagen, nehmen wir die wieder mit hinter. Weil ich doch hier Spaxis bauen will. Und Mike hat nicht so einen weiten Weg. Ja, ja, Mike, kannst mal sehen. Ich denke sozusagen an dich. So, packen wir die auch mal hier voll. Damit wir dann später nicht hier rumturnen müssen. Bei. Super, da haben wir das da auch voll. Und wir haben den Tag sinnvoll abgeschlossen. Jetzt nicht so, dass ich sage, ich hätte richtig viel was geschafft. Beziehungsweise hätte ja super Fortschritt gemacht. Aber naja, so Kleinvieh macht auch Mist. Ich würde mich dann sozusagen für morgen soweit vorbereiten, dass wir dann los können. Weil wir haben ja im ganz oben im Norden noch eine Hütte noch nicht gemacht. Oder zwei. Lass mich mal gucken. Waren wir hier oben bis zur Ecke? Ich kann es gar nicht mehr sagen. Definitiv waren wir hier noch nicht. Und hier sind wir dran vorbeigefahren, waren aber glaube ich nicht drin. Das kann ich jetzt so genau nicht sagen. Hier waren wir gewesen beim Händler. Waren wir hier beim Händler oder da? Glaube ich hier, ne? Und das Zeltdorf wollten wir auch mal besuchen. Und dann können wir hier mal schauen. Hier ist noch ein Örtchen und hier. Ja, würde ich sozusagen als Runde machen, noch bevor. Haben wir jetzt hier alles drin? Die Bretter noch. Bevor der Winter kommt, weil so eine Wintertour habe ich diesmal keine Lust drauf. Das war beim letzten Mal schon so grisselig. Sehen wir mal Licht an. So, das Regal mitnehmen. Da. Ja, mal guck. Ich stelle sie dir ordentlich wieder her. Ich bin halt einer, der sogar das Leergut zurückgibt. Wo ist er denn hin? Der ist so schnell unterwegs. Da siehst du den teilweise gar nicht. Ah ja. So. Noch Bretter. Und ich wollte das mit der Treppe testen, seht ihr? Das war der eigentliche Grund. Da. Bum, ba, dum, bum, ba, dum. Ah, gib her. Zack. Noch einer habe ich nicht gerade weggestellt.
Mike, der hat immer sein Zeug in der Gegend stehen lassen. Könnte man die? Jawohl. Das finde ich ja gut. Also potenziell zumindest. Können wir ja vielleicht hier oder die Rampe? Ja, das Dumme ist, die Rampe, die passt dann wieder nicht dazu. Der Treppe hätte mir schon besser gefallen. Aber wir müssen ja mit dem Wagen auch hoch. Wisst ihr was? Ich übergebe euch die Entscheidung. Nur eine Ecke über die Treppe, eine Treppe über die Ecke, damit ich hier hochlaufen kann. Mit dem Wagen komme ich ja trotzdem hoch. Oder hier halt, ihr wisst schon, die Rampen zum Hochfahren für den Wagen. Dann können wir den Schlachtetisch mal rüberholen. Ich hoffe, der ist leer, ja. Da. Haben wir gesagt. So rum, andersrum. So, und da kann hier. Da sehen die Tiere da draußen gleich, was mit ihnen passiert, wenn ihr geschlachtet wird. Hehehehe. So, und dann brauchen wir hier noch Lager. Noch ein paar für normales Fleisch. Mal 1, 2, 3 für Fleisch. Fisch haben wir. Na komm, wir können noch einen vierten. Kann ja nicht schaden. Was bist du, muss rein? Viele Stecke, Seile und Eisenbahn. Das kann ich ja machen. Ja gut. Ja. Leider nicht das geschafft, was ich wollte. Ich wollte eigentlich mal raus. Aber wir haben hier wieder ein kleines Stück mehr geschafft. Der Strom ist mehr. Hier ist ein bisschen was angezeichnet. Da ist ein bisschen was passiert. Und die nächste Idee für unseren Schlachthof haben wir auch schon. Das Dorf wächst sozusagen. Ja. So einfach. Gut, dann kümmere ich mich noch ein bisschen drum hier. Also das mit dem Lehm klappt scheinbar. Dann kümmere ich mich hier drum, dass es ein bisschen was wird mit den ganzen Sachen. Sollte Mike nicht Steinkisten erfüllen? Habe ich jetzt noch so im Gedanken. Naja. Kein Verlass mehr. Da. Dann hier rein. Gut, dann verabschiede ich mich für heute. Dann war es jetzt mal nicht die große Folge. Wo ist es? Und ist weit drüber. Wo bist du? Du bist schon tot. Ich war's nicht. Wo ist denn jetzt das Hühnchen? Lacht mich aus. Also, habt ihr das gesehen? Wenn ich jetzt hier ziele. Du Sack. Hab ich den jetzt wieder? Ja. Da warte, Hühnchen. Ich krieg dich. Nu sah jetzt, Bacardi. Eben auf altherkömmliche Weise. Bleib stehen. Was? Ey, das Hühnchen war bestimmt früher im Leben war Hase. Also solche Haken zu schlagen, gehört verboten. Naja,
Dann soll's leben. Wo bist denn du? Seht ihr es irgendwo? Ja, egal jetzt. Gut. Dann war's das aber jetzt wirklich für heute. Morgen eventuell großer Ausflugstag. Mal schauen, ob was ich noch geschafft kriege, ob ich uns schon vorbereitet kriege. Werkzeuge fertig machen. Pache haben wir ja leer gemacht. Sprit haben wir. Und dann geht's nochmal auf Tour. Und Mike kann derweil hier tun und lassen, was er lustig ist. Der ist ja alt genug. Gut, also like die Folge, abonniert den Kanal, schaltet wieder ein. Und dann bis morgen in alter Frische. In diesem Sinne, Tschüssikowski und bye bye.